Hallo, wir zeigen euch heute, wie wir aus alten Hemden, also alten getragenen Hemden, die vielleicht auch schon Kragenschmutz haben, wenn ich mehr rausgehe, ein Stück Stoff machen, das wir dann zu einem Kleidungsstück oder irgendwas anderem weiterverarbeiten können. Ich fange damit an, bei den Hemden die Ärmel und die Kragennähte abzuschneiden und die Knopfleisten. Dann werde ich noch, wenn die Hemden Taschen haben, die Taschen abtrennen, weil dann kann ich dieses Stück besser noch verwerten. Und das Ganze mache ich am allerliebsten mit so einem Rollschneider, weil das ist so dankbar und geht so schön einfach. Ich finde, so schnell kann man das mit der Schere gar nicht machen. Und vor allem bei der Schere hat man doch irgendwie immer so Zacken noch im Stoff. Das ist jetzt zwar in dem Fall egal, aber es ist einfach super. Irgendwie immer so doppelt gewinnen, es ist oft hier auch irgendwie nochmal zusammengefasst, um das irgendwie zu verkürzen. Das schneide ich auch alles weg, weil es gibt dann wieder ein schönes großes Stück Stoff, das ich super weiterverarbeiten kann. Ich habe quasi alle Nähte entfernt, außer diese Seitennähte. Und die untere Kante, die mache ich auch nicht weg, weil ihr seht dann später, das schafft sich eh weg mit der Zeit. Also mit dem Projekt. Denkt bitte dran, so einen Rollschneider darf man nur auf so einer Matte verwenden. Diese Matten, die sind irgendwie auch selbstheilend. Also die kriegen zwar als wie so kleine Schnitte ab, aber die schließen sich wieder. Ja, und wenn man eben das nicht auf der Matte, sondern auf einer anderen harten Unterlage benutzt, dann geht der Rollschneider kaputt. Und wenn man es auf der falschen Unterlage wie der Tischdecke benutzen würde, dann wäre natürlich die Tischdecke in zwei. Deswegen, also wer so einen Rollschneider hat, braucht auch so eine Matte. Das hier ist jetzt eine sehr große Matte, eine 60x90 cm Matte. Ich hatte früher eine kleinere, habe jetzt die große und bin so froh, dass ich die große habe, weil man hat auch wirklich richtig Fläche zum Arbeiten. Wenn man da so Knöpfe entfernen muss, dann geht es ganz gut mit so einem Fadenschneider. Wenn man da wirklich schön rankommt und es so schön wegzwicken kann. Aber sonst natürlich auch mit einer Nagelschere oder einem Trennmesser. Ich habe das Hemd nochmal gebügelt. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist immer leichter zu arbeiten, wenn der Stoff glatt ist. Ich will jetzt Streifen aus diesem Hemdstück schneiden. Ich mache die gerade immer so breit, wie mein Quiltlineal ist, nämlich 15 cm. Man könnte die auch schmaler machen oder noch ein bisschen breiter, aber es hat sich jetzt einfach für mich als praktisch ergeben. Und zwar werde ich solche Streifen schneiden, und zwar immer im 45-Grad-Winkel zum Fadenlauf. Also wenn das der Fadenlauf ist, dann gerade so der halbe Winkel. Und da mache ich jetzt lauter Streifen und ich fange mit dem längsten Streifen an. Der ergibt sich, wenn ich einen Streifen mache, wo ich unter dem vorherigen Armloch durchgehe. Weil ich möchte halt möglichst lange Streifen haben, dann muss ich später weniger nähen. Und kürzen kann man sie ja immer, aber länger machen muss man sie halt zusammennähen. Also ist so einfach am besten. Beim Schneiden muss man darauf achten, mit der Klinge immer am Lineal direkt schneiden. Und immer ein bisschen wie leicht gekippt zum Lineal halten. Und so mache ich mir jetzt eben so viele wie möglich aus diesen Hemden. So bekomme ich dann aus eben einem Hemd mehrere Streifen mit verschiedener Länge. So, und das mache ich jetzt mit den anderen Hemden auch.
Wenn ich die Hemden, die ich benutzen will, um ein Stück Stoff zu machen, in Streifen geschnitten habe, dann klebe ich mir mit so Malerkreppband die Fläche auf, die so groß ist wie den Stoff, den ich haben will. Ich habe jetzt hier 80 x 90 cm und da ich möchte mir dann später eine Hose aus diesen Streifen nähen. Das heißt, ich brauche zweimal dieses Stück. Deswegen werde ich jetzt zuerst mal hergehen und versuchen, diese Streifen gleichmäßig aufzuteilen, weil ich möchte ja nicht ein Bein nur weiß und eins nur blau haben. Jetzt habe ich die Stoffstreifen aufgeteilt und fange jetzt an, die auszulegen. Ich fange mit den langen an und versuche die in der Mitte zu platzieren und auch, dass die Farben sich möglichst ein bisschen abwechseln. Und was ich auch mache, ist, ich mache einen Streifen immer komplett in einer Farbe durch. Also ich würde jetzt hier bei dem dann diesen Streifen noch mit einem anderen blauen verlängern. So, ich habe das jetzt schon mal ausgelegt. Ihr seht hier oben in der Ecke, da fehlt noch ein Stück. Und das hier, das war etwas kurz, deswegen habe ich hier schon gleich mal mit einem zweiten Stück verlängert und hier eine Naht gemacht. Einfach zusammenstellen und die Nähte versäubern, fertig. Jetzt werde ich das hier, was übersteht, abschneiden können und noch da oben in die Ecke legen. So, jetzt habe ich meine Stücke zusammengelegt, wie ich sie zusammennähen möchte. Das werde ich jetzt auch machen. Also jetzt kommt der Teil, den man als Fleißarbeit bezeichnen kann. Vor dem Zusammennähen stecke ich die Teile gerade mit Stecknadeln zusammen und das mache ich immer da in meiner Abgrenzung drin, weil die Teile ja unterschiedlich lang sind und ich die ja an der richtigen Stelle annähen möchte. Ich steppe das jetzt gerade auf Fußbreite ab, Stichlänge 2,5 mm. Ja, einfach am Anfang Ende vernähen und später dann werde ich die Nähte noch mit einem Zickzackstich versäubern. Alle Nähte versäubert, alles zusammengenäht, mein Stück Stoff aus alten Hemden ist fertig. War ein bisschen eine Fleißarbeit, muss man schon sagen. Das ist schon ein bisschen, naja. Ja, aber es ist das auch, macht dir Spaß. Es ist auch ein schönes Übungsstück. Ich finde einfach, wenn man Nähanfänger ist und macht sowas und hat einfach diesen Materialeinsatz nicht, weil es kein Geld kostet, ja, es ist halt umsonst. Was man kaufen muss, ist der Faden. Ja, wobei es ist fadenintensiv, die Arbeit. Also man braucht schon auch viel Faden. Aber wir haben jetzt mal einen günstigen Faden genommen. Wenn die Nähmaschine den mag, dann kann man auch mal einen günstigen Faden nehmen. In den verschiedenen Discountern, ich sage es jetzt mal, Aldi, Lidl und so weiter, manchmal auch, ja, keine Ahnung, haben sie oft so Aktionen mit so Nähsets und so. Und da habe ich letztes Mal so einen Faden mitgenommen, das war eigentlich gar nicht übel, gell? Der funktioniert gut. Ja. Ich werde jetzt daraus noch, ich habe mir zwei solche Stücke gemacht, eben passend, möglichst gleich verteilt, und werde mir daraus jetzt noch eine Balihose nähen. Dafür habe ich ein Schnittmuster von Burda. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Badehose näht, dann klickt am besten hier. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch andere Projekte, vielleicht Nähprojekte oder eigentlich basteln wir alles Mögliche, von uns nicht verpassen wollt, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.